Cheers! Mein Name ist Pinex und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde in Hunt Showdown. Heute gibt es mal eine Runde, in der wir uns am Ende doch sehr unterlegen gefühlt haben. Aber wie das passiert ist, oder was passiert ist, seht selber. Aber waren hier rechts nicht gerade irgendwo Shots? Ja, Spieler. Wo? Oh. 120, 200. Hat einen Hit. Okay, wir schießen also. Ich hab einfach direkt mal geguckt, ob's noch klappt. Ich dachte eigentlich, dass du nicht hast. Du hast eine Bienerich bei dir? Ja, ich hab keinen Bock auf die. Okay, der war da drin. Die sind da reingehüpft. Sind da immer noch hinter? Ich hab grad die Füße gesehen hier unten runterher. Ich würde mal eben hier crossen. Einer ist da ganz rechts hinten, am Ende des Compounds. Zombie verfolgt dich? Ja, nicht ganz. Auf dem Dach? Am Wassertank? Einer hat Hit. Sind beide da oben? Hat einen Hit, der unten. Ja. Oben am Wassertank war wieder einer. Wurde getroffen, der schießt Schall. Der schießt mit dem Bogen. Wer denn? Irgendwo einer. Auf dem Dach irgendwo. Du bist weit hinten. Okay, dann bleib ich auch hinten. Oder bleib ich auch ein bisschen weiter unten. Geh erstmal nicht rein. Oben drauf wieder. Hat einen Hit. Tot. Schön. Ich zünd den direkt an. Na, Vorsicht wegen seinem Mate. Ja. Er steppt da irgendwo. Ich krieg den nicht angezündet. Aufs Gelände drauf. Der ist hier unten, der ist hier unten. Schönes Ding. Nice. Maschine. Okay, die wissen mit Sicherheit jetzt nicht, dass wir aus dieser Richtung kommen. Ein paar Graben, Ah, das ist eine Schrotflinte. Hier sind zwei Schrotflinten. Oder Double Barrel. Ja.
gerade über einen Ast gelaufen? Nicht, dass ich wüsste. Ich bin über Scherbe, glaube ich, gelaufen war das. Willst du erstmal nach hinten abdecken und nochmal zurücklaufen? Oh. Oh, ich wusste, ich habe es gehört. Hab einen Hit auf ihn. Der ist super weit weg. Den hast du gehört, Alter. Weiß ich nicht, ob ich den gehört habe. Ich habe auf jeden Fall irgendwas gehört, was irgendwie nicht gepasst hat zu uns. Ist aber auch wie ein junger Gott, ne? Mich hat er jetzt auch einmal getroffen, ja. Aber ich habe ihn auch direkt gehittet. Wo war der denn? 180 in den erhöhten Gebüsch. Für mich 180. Scheiße, richtig scheiße einzusehen, ja. Ja, richtig schlecht. Ja, ungefähr meine Markierung, die ist ganz gut. Da drüben. Deine Büsche. Hatte einen recht hellen Skin, irgendwie weiße Jacke oder so, weiße Klamotten an. Okay. Der ist ja jetzt auch gemoved. Die Dudes sind da immer noch drin. Oder die liegen wieder tot irgendwo rum. Voll weit, ja, voll weit hinten wieder. In die Richtung, dahin irgendwo. Mein Gott. Hit. Geh mal zurück zu der Scheune, um mich zu heilen. Oh, das. Um mich zu heilen. Kein Bock, einen Medikit dafür zu freuen. Das. Oh, jetzt war das hier voll am Laggen, ey. Der ist ja immer noch am Tor. Am Tor? Welchem Tor? Da hinten. Rechts ist noch irgendwo einer vor mir. Ja, da sind zwei. Ich habe keine Munition mehr gleich. Oh, hat gut gehittet. Ich muss hier raus. Durch drei Wände schießt er mich weg. Niemals. Spectate. 54 Meter durch drei Wände. Perfekt, wo ich bin. Seh den nicht mal. Absolut junge Götter wieder hier. Yes.
Ich sehe die halt nicht mal, ne? Genau da hinten an der rechten Seite waren die ganze Zeit. Ja. Haben die Sniper oder so? Warte, der hatte mich mit... was ist das für eine Knifte? Kenn ich nicht. Woodworm hat, der Wormwood hat der... Hat der ein Visier? Nee. Das war Kimmelkorn hier. Schaut aus wie eine Libell vielleicht? Ein Libell-Skin? Er 67 kennt, Meter. Er kennt da hinten aber auch nix, ne? Oh. 67 Meter durch drei Wände. Das ist schon wieder... Ah, die sind an meinem Buddy. Hm? Okay, einer ist rechts in den Büschen oben drin. Alter, die... Die moven so schnell und wissen jedes Mal, wo du lang rennst. Insane. Da oben drauf oder wo war der? Ne, links war der jetzt gerade, daneben. Ja, genau da. Jetzt brenne ich. Natürlich, ja. Keine Ahnung, wie ich das gegen die spielen soll. Die sind besser, die moven besser. Hinten am Tor. Einfach Harakiri. Genau. Wie viel Leben hätte ich denn, wenn du mich wiederbeleben würdest? Zwei große Balken, also 100 Leben habe ich. Ein Schuss von ihnen kaputt. Ja, schwer dich dazu bekommen, war. Ah, die schießen auch echt strong, ne? Ich habe die Zord 8 ein, zweimal gehittet, aber es ist halt. Ich hitte die. Dann move die einmal weg und dann siehst du die nicht mehr. Ich werd gehittet, ich move weg. Ich guck mal, wo ich stehe. Und der hat mich durch das komplette Haus durchgeschossen. Links am Gebäude. Oh. Eng dran hier. Problem ist, ich habe nicht viel Leben. Oh nein, ich bin in eine scheiß Falle gerannt. Ich hab einen. Ja. Ich hab dir gerade noch gesagt, denk an meine Fallen.
Ich bin aber hart gehittet. Ja, ich habe nur noch Pistole. Der ist da hinten, markiert. Auf meine Markierung. Zieh dich zurück, wenn du kannst. Geh das Duell nicht an. Wo ist dein Mate, weißt du das? Hier tot. Okay. Ich gehe einfach davon aus, dass das die Bounty Boys sind. Gehe ich auch von aus. Aber auf so eine Entfernung wirst du nicht sehen können. Auf irgendwie 70 Meter funktioniert das Darkseid nicht mehr. Nee, ich wollte mich auch hier irgendwo noch heilen, aber. Auf meine Markierung? War gerade einer? Oder war gerade Movement? Ja, der ist ungefähr rechts davon. Der ist auf mich eingeschossen, so ein bisschen. Ja, immer noch. Stark, schön umlaufen. Den nicht. Da war er gerade. Ich muss einfach ein bisschen offen. Hat einen Hit. Hat nochmal einen Hit. Ist tot. Stark. Liegt sein Kollege da noch? Ich move vor. Ich push rein. Ja, tot. Keine Bounty. Ja, das liegt noch in dem Haus. Okay. Alter, wie haben wir das gewonnen? Boah, ey. Das Bounty lag leider nicht mehr in dem Compound. Die sind nämlich abgestratzt. Trotzdem war es ein nicer Kampf und wir konnten nur noch extracten. Aber es war eine schöne Erfahrung und wir haben hart gekämpft und uns den Sieg irgendwie ergaunert. Bis zum nächsten Video, haut's rein und ciao.